Die Tschechen sind wirklich immer beliebter innerhalb der Community und man sieht's, und beziehungsweise ich sehe es viel häufiger, dass diese eben in meinem E-Mail-Postfach landen und ihr sagt, ja hier, ich habe was, zeig's doch mal bitte. Und dementsprechend heute Skoda T50, gespielt von Lordhelmchen, und er spielt nicht allein, sondern er hat seinen Kollegen dabei im AMX-30, dem Deadman Shooting. Also, mal schauen, was er so für uns vorbereitet hat. Top-Tier ist natürlich nicht das Schlechteste auf einer Karte Himmelsdorf, wo man den Hügel gern stürmt mit einem mittleren Panzer. Auch nicht schlecht. Und dementsprechend ist natürlich hier das Ansinnen, gleich da hochzufahren. Besonders mit seinem Magazinpanzer. 3 Granaten im Magazin danach muss wieder nachgeladen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen was abgehen dürfte. Da ist schon der erste Light T54. Bis auf den sonst nichts hier oben. Also scheint hier wirklich ruhig zu sein. Den können sie locker rushen. Und da oben noch der AMX-30, der sich auf den CDC da fokussiert. Und da wird er zum Brennen gebracht von dem M103. Jetzt bringt er den CDC zum, den T30 zum Brennen. T30, oh Gott, den AMX-30. Aber ihr seht, durch diese Action, die hier vorne gleich passiert ist, da haben sie ein bisschen... ja, sich überrumpeln lassen von den beiden. Und dementsprechend habe ich mich auch in meinem Kommentieren rüberrumpeln lassen. Brennen, brennen da, brennen hier. AMX-30, CDC, M103, T50, da kommt man einfach auch schon mal durcheinander. So, der IS-3 hinter ihm steht eher ungünstig. Und jetzt bekommt der AMX auch noch vom anderen AMX 1 ins Heck. Unschön. Ja, da ist er raus. Hat richtig viel gebracht, der Junge. Ist auf Team Damage mal gar nichts. So, wichtig, den jetzt mal ein bisschen hier zu zeigen, wo der Bartle Mosch holt, wie man in Bayern so schön sagt. 2 zu 6 steht schon. Okay. 3 zu 7. So, der IS-3 kommt jetzt ins Heck und jetzt aber erstmal den T-44. Erster, zweiter und dritter und alle haben gesessen. Perfekt, auch notwendig, weil hier oben, da muss jetzt jeder Schuss sitzen, da muss das jetzt auch mal passen. Da muss der Damage ausgefallen werden. So, jetzt 103er. Ja, perfekt. Und nun geht scheinbar wieder zurück Richtung Base, oder will er von oben nochmal snipern? Ja, die Art, die haben sie schön rausnehmen können. Der Löwe da leider nicht. Und nun aber wohl runter, weil die Suda jetzt die Art, die gerade geholt hat. Und man natürlich jetzt auch nicht hier den Cap-Sieg will. Jetzt muss er aufpassen. So könnte er hier aufploppen. Allerdings aus dem Cap rausgefahren und haut da auch ab, wie man sieht.
davon jetzt alles zu bestaunen, was der Gegner so hat. Der Jagdpanther vielleicht von der Seite, dass er den gleich beschießt, aber von vorne eben auch noch sehr, sehr viel an Gegnern. Oh, der Jagdpanther jetzt von der Seite. Aber jetzt konnte er den Tiger rausnehmen, weil die sich so auf den Jagdtiger da vorne konzentriert haben, nachdem der geschossen hatte. 10 zu 10 jetzt wirklich ausgeglichen, wobei das Gegnerteam noch zwei Artis hat und eben so gesehen nur drei Kampfpanzer und sein Team noch drei Neuner hat. Auch wenn er jetzt hier zum Beispiel nicht mehr der frischeste ist, aber am Ende des Tages ist es halt vielleicht doch ein kleiner Vorteil. Da ist der IS. Da muss er aufpassen, der macht auch an ihm noch Schaden. Der hat aber Gott sei Dank verschossen, sodass er hier zwei ins Ziel bringen konnte. 2 von 3, gute 66% Trefferquote also. So, da hinten Arti Numero Uno und Arti Numero Due an seinem Cap. Ja, die erste AT, die nimmt er raus. Den IS nimmt sein Kollege raus. Und einen Kill wäre noch theoretisch machbar. Ja, die Arti ist natürlich da oben ein bisschen besorgt, wobei der IS-3 derjenige ist, der da aufgeregt pinkt. Jetzt pinkt die Arti auch dazu. Jetzt weiß jeder, wo der Gegner plötzlich steht. Nee, da nicht. Da ist er. Aber gerade schon hochgekommen, du. Da hat sie jetzt aber fleißig Gas gegeben. Arti Nummer 1 verschießt. Arti Nummer 2 verschießt auch. So. Auto-Aim ist drin. Und da ist der Killshot da. Vielleicht eine kleine Ergänzung zu dem gerade gesehenen Kill. Der wurde mit dem Advanced oder Auto-Aim Plus, ich weiß, ich kann beide nicht unterscheiden, gemacht. Auf jeden Fall, wo der Gegner nicht direkt unmittelbar anvisiert werden muss, sondern nur in der Nähe sein muss. Hatte ich auch eine Zeit lang aktiv, habe ich mittlerweile deaktiviert, weil das wohl nicht erlaubt ist von Wargaming. Also seid ein bisschen vorsichtig, dass ihr da dementsprechend euch nicht in Anführungszeichen erwischen lässt, weil es, wie gesagt, verboten ist. Ja, und trotzdem, eine sehr schöne Runde, hat mir gut gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Euer Akaramba.